Ein herzliches Grüß Gott Ihnen allen. Willkommen zur Sendung von Kirche zu Hause. Schön, dass Sie mit dabei sind und Gott segne uns diese Zeit. Ich lese als Gebet zwei Verse aus der Bibel, aus Psalm 62. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels und meine Hilfe und mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Amen. In der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 16, steht ein wunderbares kleines Gebet. Du bist ein Gott, der mich sieht. So sagte es damals die Hagar, die Magd von Abraham. Sie war von zu Hause geflohen, weil dort mächtig dicke Luft war. Und sie floh in die Einsamkeit, in die Wüste ganz allein. Aber doch nicht ganz allein, denn es heißt in der Bibel, der Engel des Herrn fand sie in der Wüste. Gott hat sie in ihrer Not gesehen. Und er baut sie wieder auf. Und Hagar staunt und sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich bin nicht vergessen in meiner Not, was mich gerade so bewegt. Ein paar Seiten weiter in der Bibel begegnen wir dem Josef, Jakobs Sohn. Seine Brüder haben ihn, weil sie neidisch auf ihn waren, als Teenager nach Ägypten verkauft. Viele, viele Jahre dauerte es, bis Josef seine Würde zurückbekam, wenn man das so sagen kann. Die besten Jahre seines Lebens waren aber verloren, menschlich gesehen. Wo war Gott, dem er doch vertraute? Ist da etwas schiefgelaufen? Viel später sollte sich aber herausstellen, dass Gott auch in diesen Krisenzeiten auf Ballhöhe war. Auch wenn es im Moment ganz anders ausgesehen hat. Und so heißt es, mitten in der schlimmen Zeit, die der Josef erlebte, aber der Herr war mit ihm. Trotz der Bosheit der Brüder, trotz der Bosheit seiner Herren dann später in Ägypten, trotz des Gefängnisses, am Ende soll Josef groß rauskommen und für viele ein Segen sein. Gott hat Josef nicht vergessen. Er hatte ihn sehr wohl im Blick, aber er sah sein Leben in einer anderen Perspektive vom Himmel her. Corrie ten Boom, eine holländische Christin, hat zur Zeit des Dritten Reiches Furchtbares erlebt. Dennoch hat sie später das Evangelium von Jesus gerne mit Freuden weitergesagt. Manchmal, wenn es über die schwere Zeit in ihrem Leben ging, hatte sie eine Illustration dabei, eine Stickerei. Und dann zeigte sie dem Publikum die Stickerei von der linken Seite. Und da sah man jede Menge bunter Fäden, aber es waren auch wirre Fäden. Unordentlich, voll das Chaos. Aber dann drehte sie dieses Ganze um. Und man sah auf der rechten Seite eine wundervoll gefertigte Krone, die Schritt für Schritt hergestellt wurde. Die Krone des Lebens, wie es in der Bibel heißt, was Jesus seinen Freunden verheißen hat. Wir sehen von uns aus in unserem Leben oft jede Menge wirrer Fäden. Aber Gott entwirft eine Krone und da ist nichts durcheinander. Du bist ein Gott, der mich sieht. Auch da, wo mir momentan so vieles wirr erscheint. Und so könnten wir die Bibel weiter durchblättern. Und wir würden dabei vielen Menschen begegnen, die ihre Not hatten, auch im Glauben, aber die erfahren haben, Gott ist da. Wie etwa der Elia, der resigniert unter seinem Wacholderbusch liegt und zu Gott sagt, Herr, ich kann nicht mehr, es ist genug, bitte nimm mein Leben von mir. Aber Gott schickt einen Engel zu ihm und er versorgt ihn
und schenkt ihm neue Energie, neuen Mut. Es kann weitergehen. Oder der David und viele andere, die einen Psalm gebetet haben. Sie klagen Gott ihre Not und sie schütten ihr Herz vor Gott aus. Alles, was da drin ist. Und dann spüren sie, erleben sie im Gebet, in der Gegenwart Gottes, es wird leichter, es wird besser, mein Herz wird ruhig, du bist bei mir, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich möchte meine Gedanken mit einer kurzen Geschichte abschließen und sie ermutigen, dass sie auch immer wieder zu Gott gehen mit dem, was sie auf dem Herzen haben. Friedrich von Bodelschwing hat diese Geschichte aus seinem Leben erzählt. Als kleiner Junge schlief er im gleichen Zimmer seiner Schwester. Eines Nachts werden sie aufgeschreckt und beide sitzen ganz schnell aufrecht in ihrem Bettchen und die Herzen, sie klopfen vor Angst. Aber die Schwester denkt an den Papa, der doch noch drüben im Wohnzimmer sein könnte. Und so nehmen sich die beiden an der Hand und sie gehen im Dunkel Schritt für Schritt Richtung Wohnzimmer durch zwei Zimmer hindurch. Und da öffnet sich diese Tür und da steht auch schon der Papa, der die beiden erwartet hat. Und er nimmt sie in den Arm und drückt sie. In den Armen des Vaters sind sofort alle Ängste weg. Und der kleine Friedrich sagt zu seinem Daddy, Papa, ich wollte doch nur zu dir. Papa, ich wollte doch nur zu dir. Später schreibt Bodelschwing den Satz auf, beten heißt, sich aus der Welt der Angst aufmachen und zum Vater gehen. Er ist da. Amen. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, wir machen uns auf aus der Welt der Angst und wir kommen zu dir. Wir bringen dir, was unser Herz bewegt. Gerade auch jetzt. Sei bitte bei den vielen Kranken und bei denen, die Angst haben oder die einsam sind. Stärke alle, die sich so für sie einsetzen in der Pflege. Gib ihnen Kraft. Wir bitten dich für die Politiker und für die Forscher um Weisheit. Herr, dass bald eine Arznei gegen das Virus gefunden wird. Wir bitten für alle, die in Not sind, dass sie über die Runden kommen. Schenk uns allen deine Gnade und stärke uns, heile uns, erquicke uns. Du bist ein Gott, der uns sieht. Wir befehlen uns in deine Hand. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun darf ich Sie einladen zu den weiteren Andachten von Kirche zu Hause. Seien Sie Gott befohlen. Es segne und behüte Sie der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.